Das ist Fußball in einer anderen Liga. Das ist Herzrasen, Herzblut, Herzlichkeit. Hier geht es um Momente, die du nie vergisst. Bist du bereit für das erste Spiel? Hier wird eingesteckt und angesteckt. Für neue Fans und neue Idole. Das ist Fußball mit Pixel. Ja, liebe Gäste, liebe Fans, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des Frauenfußballs, schön, dass Sie, dass ihr alle da seid und mit uns gemeinsam in diese neue Saison startet, in die Google Pixel Frauen-Bundesliga. Das klingt ja schon mal sehr groß und ich bin mir sicher, das wird es auch. Das ist das Objekt der Begierde, da ist das Ding sozusagen. Mal gucken, wer es am Ende in den Himmel recken darf. Es wird auf jeden Fall eine ganz spannende Saison und wir haben sehr viel vor heute. Deshalb würde ich vorschlagen, legen wir gleich los. Wir wollen natürlich über das Eröffnungsspiel sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was ist eigentlich alles neu? Neue Partner, neue Vereine, neue Spielerinnen. Und wir haben sehr interessante Gäste hier auf dieser Bühne, aber natürlich auch unter Ihnen. Also ich werde auch ein bisschen rumkommen mit dem Mikrofon. Und falls Sie sich schon gefragt haben, der DFB-Präsident Bert Neuendorf und die Generalsekretärin Heike Ulrich, wo sind die eigentlich? Die hat ja immer richtig gute Laune und ist immer eine sehr kompetente Gesprächspartnerin bei unseren Treffen. Die beiden sind auf einer sehr wichtigen Mission unterwegs. Und wo genau, das verrät uns Heike Ulrich jetzt mal selbst. Ja, liebe Gäste, liebe Fußballfans, liebe Freunde des Fußballs, ich freue mich auf den heutigen Tag. Heute ist Eröffnung der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Und gleichzeitig möchte ich mich entschuldigen und ich finde es sehr schade, dass ich nicht wie im vergangenen Jahr bei der Eröffnungsveranstaltung mit dabei sein kann. Ich habe in der Tat aber auch einen ganz guten Grund, leider heute nicht persönlich dabei sein zu können, sondern erst heute Abend dann im Livestream beim Spiel. Wir sind hier in Brüssel und wir treffen uns mit den Präsidenten und Generalsekretären von Belgien und Holland um unsere BNG-Bewerbung, Breaking New Grounds, für die Frauen-WM 2027 zu besprechen. Es ist das erste Treffen jetzt gemeinsam Präsidenten und Generalsekretäre und unsere jeweiligen Orga-Teams, insofern jetzt auch mit hoher Priorität versehen, dieses Thema. Wir sind hier in der heißen Phase der Zusammenstellung unserer Bewerbungsunterlagen und deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich heute leider nicht bei Ihnen, bei euch dabei sein kann, was ich eigentlich sehr gerne für mich als selbstverständlichen Termin auch sehe. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch heute gute Diskussionen, eine gute Einstimmung auf eine Saison mit neuen Spielerinnen in der Bundesliga, mit jungen Spielerinnen, mit weiteren Stars und Sternchen, die wir auch bei der Frauenweltmeisterschaft in diesem Sommer kennenlernen konnten. Ja, und ich bin gespannt, wie sich die Google Pixel Bundesliga in dieser Saison darstellt. Sicherlich gibt es immer wieder Favoriten, die genannt werden. Ich bin mir aber sicher, auch in diesem Jahr wird es sehr enge Spiele geben, viele überraschende Spiele. Ich wünsche mir ganz viele Spiele auch in großen Stadien. Ich wünsche mir ganz viele Spiele auch vor einer großen Zuschauerkulisse. Und ja, ich sehe zu, dass ich auch in diesem Jahr bei möglichst vielen Spielen live im Stadion dabei bin. Ihnen, euch viel Spaß, den Spielerinnen eine tolle Saison. Gute Spiele, keine Verletzungen und ja, auf geht es in eine neue Saison. Viel Spaß heute. Ganz genau. Wir wünschen natürlich von hier aus frohes Schaffen nach Brüssel und ich würde sagen, die Generalsekretärin hat uns ja schon einige Pässe geschlagen. Die können wir jetzt mal aufnehmen und ich würde gerne unsere erste Gesprächsrunde hier auf der Bühne begrüßen. Da haben wir zum einen Jochen Seyer, Katharina Kiel, Annika Rodi und Holger Blass. Bitte gerne Platz nehmen. Die Mikrofone sind jeweils in der schönen Deko versteckt. Da zum Beispiel hinter euch. Genau hier liegt auch noch eins für Sie, Herr Blass. So, sind wir alle versorgt? Okay, perfekt. Also, wir wollen jetzt erstmal über die Entwicklung der Frauen-Bundesliga sprechen und dazu gehört natürlich auch der große neue Partner Google Pixel. Vielleicht können Sie erstmal zur Einordnung was dazu sagen. Was bedeutet das für die Frauen-Bundesliga? Gut, das ist natürlich sowohl eine große Ehre und eine große Chance für uns, dass sich Google Pixel entschieden hat, tatsächlich die Frauen-Bundesliga, nachdem sie die Nationalmannschaft schon als Partnerschaftsvertrag und als ersten in Europa entsprechend geschlossen haben, den Weg umfassend zu gehen und die Liga entsprechend als
Naming Right Partner zu unterstützen, aber nicht nur das, auch eine Neuerung, dass wir demnächst im TV-Signal die Grafikanbindung, wie wir es aus der Bundesliga bei den Männern mit AWS kennen, übernehmen, dass sie aber auch sehr aktiv sind, auch im Zusammenspiel mit ihrer großen Plattform YouTube, da wird sicherlich Annika und zur Sport1-Kooperation noch was sagen und auch an sonstige Content-Sachen machen und uns helfen werden, in Deutschland, aber auch international logischerweise über den Namen die Auffindbarkeit der Liga entsprechend zu verbessern. Ja, Annika, du wurdest gerade schon angesprochen. Du bist verantwortlich für die Medienrechte, Direktorin Medienrechte Sport 1. Was habt ihr denn vor? Was kannst du uns über euer Sendekonzept verraten? Ich hatte gerade Holger im Vorfeld gesagt, ich sage heute ganz oft Montagabend. Deswegen, wir haben den Montagabend vor, Montagabend, Montagabend. Wir haben das Topspiel der Woche und starten natürlich nicht an einem Montagabend, weil sonst wäre so eine Kommunikation zu perfekt, sondern starten am Sonntag, aber wollen mit dem Topspiel der Woche einen neuen Fokus setzen, eine Marke schaffen mit der Google Pixel Frauen-Bundesliga und einen Fokus setzen, aber auch diese Bühne, die am Montagabend steht, ganz klar geben für eine Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit, die verdient ist und die wir geben wollen. Und da freuen wir uns extrem drauf. Also es ist voller Vorfreude und das angesprochene Google-YouTube-Verbindung, die es auch gibt, nicht nur Free TV, sondern wir versuchen die Gesamtplattform einzubauen und damit auch YouTube einzubauen, einfach um eine neue Zielgruppe nochmal zu erreichen. Und Katharina Kiel ist bei uns, technische Direktorin der Eintracht Frauen. Und wir müssen natürlich ganz aktuell noch mal kurz drüber sprechen, für die Champions League Playoffs qualifiziert. Heute wurde ausgelost. Prag ist der Gegner, zuerst zu Hause, dann auswärts. Richtig? Wie groß ist die Vorfreude? Ja, riesig. Mit dem Los, glaube ich, haben wir auch ganz gute Chancen. Wie oft es so ist, in so einer Auslosung steckt man nicht dahinter, aber wir sind ganz zufrieden mit unserem Gegner und wissen aber auch, dass das zwei Spiele sind, die wir jetzt vor uns haben. Aber international ist für uns bei Eintracht Frankfurt, wie glaube ich alle wissen, immer was Besonderes. Das können wir auch Frauen und von daher sind wir voller Vorfreude. Ja, das wird auf jeden Fall wieder eine schöne Reise nach Prag. Und der Vorstand Sport vom SC Freiburg, Jochen Seyer, ist auch da. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Was bedeutet das denn für die Vereine, dass die Frauenbundesliga jetzt so einen international groß bekannten Sponsor hat? Ja, ich glaube, es ist ein nächster wichtiger Schritt. Viel über Sichtbarkeit gesprochen, über Plattformen. Ich glaube, das ist die Grundbedingung, damit die Liga und auch der Frauenfußball insgesamt wachsen kann. Ich finde, dass man jetzt gute Weichenstellungen vorgenommen hat. Glaube aber auch, dass der Weg noch ein bisschen länger sein wird, den man gehen muss. Glaube auch, dass man Sichtbarkeit ist eine, aber sag mal, Basisarbeit bei jungen Mädchen in den Vereinen, in den Amateurvereinen vor allem, dass wir da schon noch in die Breite eine große Aufgabe haben, um es dann auch nachhaltig gestalten zu können. Was sagt das denn über die Attraktivität der Liga auch aus, dass jetzt so ein großer Partner an der Seite ist? Ja, also das sagt jetzt erstmal viele Dinge. Zum Ersten natürlich unterstreicht es den Trend, den wir seit der Europameisterschaft erlebt haben hinsichtlich des Aufschwungs vom Frauenfußball und insbesondere auch der Frauenliga. Das haben wir in der Saison danach ja auch noch vor dem Einstieg von Google Pixel erlebt, dass dann über die Highlight-Spiele in Köln beispielsweise über 38.000 Menschen im Stadion waren. Und dann hat sich ja auch relativ schnell gezeigt, dass dieses Interesse sich dann auch spiegelt, dass dann eine Plattform, Annika hat es gerade geschildert, wo das Interesse dann kommt, ja, das sind neben Sport 1, aber natürlich auch ARD, ZDF, DAZN, Magenta und auch Sky, das ist ja ein etwas anderes Setup als noch im Jahr davor, sich dafür interessieren und diese Breite mit uns erreichen. Und im Übrigen sind wir zum ersten Mal auch weltweit überall sichtbar mit der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Ja, insofern ist das eine Entwicklung, die nicht mehr nur ein Hype und vielleicht auch nicht nur ein Trend ist, aber um da nachhaltig erfolgreich mit zu sein, da knüpfe ich gerne an das, was Jochen Seyer gesagt hat, da müssen wir jetzt schon noch ein paar Schritte gehen, ja, und einfach nicht nur sagen, okay, das ist das und das kritisieren wir und das finden wir gut, sondern wir müssen aus diesen Möglichkeiten, die jetzt gerade entstehen, dieser Grundsichtbarkeit, die da ist, tatsächlich den nächsten Schritt gehen, sowohl sicherlich in der Entwicklung Mädchen-Jugendfußball, aber auch in den Strukturen in der Liga und ja, logischerweise auch, um die Menschen davon zu begeistern, die Menschen tatsächlich zu gewinnen, in die Stadien zu gehen, möglichst mehr dieser tollen Highlight-Spiele zu spielen, weil wir erleben auch, dass das dann dazu führt, dass sich insgesamt dann tatsächlich nochmal wirklich mehr Fans gewonnen werden, die sich dann auch ansonsten in der Liga wieder zeigen und da, glaube ich, ist der Weg, oder die Chancen sind groß, aber wir müssen es auch noch mal ansehen. Nachhaltigkeit und
Natürlich, das Wachstum war auch ein großes Anliegen von dir, Annika, oder? Klar, also nicht nur im Stadion wollen wir die Zuschauer haben, sondern dann auch am Bildschirm, dafür bin ich zuständig. Und klar, man sagt immer, ich glaube, das Momentum, der Hype, wie man das nennen will, das ist da und das kann man auch gar nicht wegwischen. Aber am Ende ist immer für mich das Produkt, was wir einkaufen und was wir umsetzen und auch wirtschaftlich monetarisieren, ist Leistung und Unterhaltung. Und wenn die zwei Komponenten auftreten, dann funktioniert das Gesamtkonzept. Und ob es jetzt Frauen, Männer sind, ich lasse mich immer nicht in die Schiene drücken, wir machen jetzt Frauenfußball bei Frauen, überhaupt nichts. Ich glaube an die Leistung und den Unterhaltungswert und die Werte, die hinter dem Produkt stehen. Und wenn wir diese Werte dann auch über den Bildschirm transportieren, bedeutet, ich mache eine Live-Abbildung, aber unter der Woche versuche ich auch gesamtheitlich die Plattform zu bespielen, den User zu bespielen, dass da jemand vorm Fernseher sitzt am Montagabend, wie gesagt, Montagabend, und am Montagabend dann sagt, guck mal, da ist meine Spielerin, die schießt ein Tor und ich weiß A, B, C von der, weil die ganze Woche wurde ich schon informiert, was sie sonst so macht. Du hast es gesagt, es wurden auch in letzter Zeit durch die neue Sichtbarkeit natürlich auch Idole geschaffen. Das ist sehr wichtig und die Fans wollen ihre Idole natürlich auch am Fernsehbildschirm verfolgen. Ich finde, Eintracht Frankfurt ist ja auch ein gutes Beispiel. Da sieht man so richtig die Progression, die Weiterentwicklung des Frauenfußballs. Wie würdest du das selbst beschreiben? Wie ist der Status quo von Eintracht Frankfurt? Ja, ähnlich wie es jetzt Jochen oder Rüger Blass gesagt haben, ist das eine Entwicklung, die einfach auch noch ein Stück weit, wo noch Steps vor uns liegen. Das ist sicherlich so. Nichtsdestotrotz erlebe ich gerade auch bei uns im Verein, dass das einfach ein Thema ist, wo wir sagen, das ist nicht nur Priorität, sondern das ist für uns wirklich einfach auch ein sehr, sehr wertvolles Asset sozusagen für unseren Verein, das zu entwickeln, dafür unseren Verein einfach nochmal neue Wege zu gehen, was anderes zu zeigen, aber eben unter dem Dach von Eintracht Frankfurt. Und von daher glaube ich, ich sage immer, das ist ein Triathlon, gefühlt sind wir irgendwie gerade so aus dem Wasser gestiegen, müssen aber noch aufs Fahrrad und dann noch auf die Rennstrecke, haben das Ziel vor Augen, aber haben noch ein paar Disziplinen vor uns. It's a long run, da gehen Sie wahrscheinlich mit. Letzte Saison im Pokalfinale gewesen, inwiefern hat sich dadurch auch nochmal die Sichtbarkeit Ihrer Frauenmannschaft, vielleicht auch gerade hier in der Region, weil wir wissen alle, der SC ist hier sehr verwurzelt, die Spieler, Trainer, Trainerinnen sind alle identifizieren sich sehr hier mit den Menschen. Was hat sich da verändert? Ja, doch einiges in der Wahrnehmung. Es war natürlich für uns ein totales Highlight. Wir haben erstmalig im ausverkauften Stadion in Köln dann vor, ich glaube, knapp 45.000 Zuschauer spielen zu dürfen. War für uns schon, für unsere Mädels schon was sehr, sehr Besonderes und für den Verein auch. So, der gesamte Rahmen war extrem toll. Klar, ich sage, wir sind ein Standort, anders als Frankfurt sozusagen, der jetzt dann übernommen hat. Wir sind noch im Wasser. Wir werden wahrscheinlich immer im Wasser sein beim Triathlon. Eher dann der Ausbildungsverein. Wir sind, darf man auch mal sagen, Frauenabteilung der ersten Stunde, 1975 gegründet, dann kurze Abstinenz, aber ab 91 wieder mit unseren Möglichkeiten, sagen wir, mit dem gesunden Wachstum, organischen Wachstum, haben wir jetzt auch in den letzten Jahren, da muss man schon sagen, richtig zugelegt, was Infrastruktur angeht, was Professionalisierungsgrad angeht, was Manpower oder Frauenpower in dem Bereich angeht. Wir haben ja auch, ich glaube, die einzige Trainerin jetzt, wenn ich es genau weiß, an der Seitenlinie in der Bundesliga, versuchen dort auch ein paar Weichen zu stellen, auch bei den U-Mannschaften, aber Trainerinnen und insgesamt da sagen wir, auch die Basis ein bisschen wachsen zu lassen, halte ich auch für einen ganz wichtigen Faktor in dem Bereich, weil ich glaube, der Frauenfußball doch noch etwas zu männerlastig ist. Klar, es geht natürlich am Ende auch um Frauen im Fußball, also auch auf anderen Positionen, dass man das auch weiterentwickelt. Wir sind heute total modern und digital unterwegs und vielleicht haben Sie es vorhin schon auf dem Bildschirm auch gesehen. Wir würden gerne mal rausschalten in die weite Welt sozusagen. Mal gucken, ob die Leitung steht. Ja, genau, nämlich die DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, Sabine Mamitsch, ist uns auch zugeschaltet. Es gibt ein bisschen Gelächter, Frau Mamitsch. Also erstmal schön, dass Sie da sind, dass die Leitung steht, denn Sie sind offensichtlich in einem Bus unterwegs. Wo genau? Im Moment befinde ich mich auf dem Rückweg aus Italien. Ich bin auf Studienreise mit meiner Schule und wir sind Richtung Brenner und ich hoffe, die Leitung steht. Die Leitung steht bestens. Wir sind schon auf dem Brenner sozusagen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht können Sie uns mal sagen, worauf freuen Sie sich am meisten auf diese Saison? Also ich bin vollkommen gespannt, weil die Liga ja gespickt ist mit Nationalspielerinnen. Das hat
der Brenner. Okay, ich glaube, das Internet auf dem Brenner ist doch nicht so gut. Aber ist ja gut zu wissen, dass nicht nur in Deutschland das Internet so langsam ist, oder? Auch in Italien offensichtlich. Okay, ich glaube, das funktioniert leider gerade nicht. Aber wir haben uns noch vorgenommen, nach Köln zu schalten. Steht denn die Leitung? Wollen wir mal gucken. Ja. Du kannst das am Montag mitgeben. Zu Manju Wilde wollten wir gerne schalten. Ja, jetzt ein bisschen schräg. Ich weiß nicht genau, ob wir das Bild vielleicht... Ah, so ist gut, so ist richtig. Sehr schön. Jetzt sind wir auch in voller Pracht. Hallo, liebe Manju. Die Leitung hier steht auf jeden Fall gut. Wir haben gutes Internet hier. In Köln ist das Internet super, ich sehe schon. Also vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns am Rande eures Trainings. Wie war es heute? Alles gut gelaufen? Alles nach Plan gelaufen. Wir haben gutes Wetter auch hier heute, also beste Voraussetzungen. Okay, wir wollen natürlich so viele Vereine von euch wie möglich hier heute auch mal zu Wort kommen lassen. Ihr könnt natürlich nicht alle da sein, weil ihr am Wochenende auch spielen werdet. Ist ja klar, ihr müsst euch vorbereiten. Wie blickt man denn beim FC auf diese neue Saison? Denn ihr spielt am Sonntag gegen RB Leipzig. Wir haben natürlich ein komplett neues Trainerteam. Wir haben sehr, sehr viele neue Gesichter auch in der Mannschaft. Und es ist auch kein Geheimnis, dass die letzte Saison nicht ganz nach Plan für uns gelaufen ist. Deswegen ist das jetzt alles etwas neu, aber auch aufregend. Und ich glaube, mit RB Leipzig, den wahrscheinlich stärksten Aufsteiger, den die Liga je gesehen hat. Also es wird ein super spannendes Spiel und man merkt richtig, dass der ganze Verein sich darauf freut. Du hast schon angesprochen, euer neuer Trainer Daniel Weber, er war mal bei Bayern, du warst ja mal bei Freiburg, also irgendwie schließt sich jetzt heute hier der Kreis. Was sind so eure ersten Eindrücke? Du hast schon gesagt, es gibt viel Neues für euch. Ja, es ist super viel neuer Input natürlich und er hat ja viel auch im Männerfußball eher gearbeitet. Das war für uns auch ein neuer, spannender Input. Der Austausch ist ein bisschen anders gewesen. Ich glaube, wir konnten sehr, sehr viel voneinander lernen auch. Und wir haben eine sehr junge, lernwillige Mannschaft und ja, es hat Tag für Tag einfach Spaß gemacht, sich weiterzuentwickeln und auch ein bisschen die Idee, die er uns mitgeben will, anzunehmen. Und du hast ja jetzt auch nochmal deinen Vertrag verlängert bis Sommer 2024. Vielleicht kannst du mal aus der Sicht einer Spielerin uns schildern, wie hat sich deiner Meinung nach die Sichtbarkeit gesteigert? Wie nehmt ihr das wahr? Ja, also das letzte Jahr war wahrscheinlich, also es ist jetzt mein 10. Jahr in der Liga. Und wenn ich ja darauf zurückblicke, mein erstes Bundesligaspiel vor 10 Jahren, das war, ich weiß nicht mehr, es war wahrscheinlich 200 Zuschauern. Und jetzt dann mit dem Rekordspiel letzte Saison hier in Köln, das war schon magisch irgendwie. Und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es dann doch so schnell geht und dass ich das alles noch miterlebe. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar gerade. Aber man merkt, nicht nur ein Aufwärtstrend, wie ihr ja gerade auch schon gut beschrieben habt, das ist mehr so ein Momentum, was man anpacken muss. Und das passiert hier in Köln, das spüre ich aus nächster Nähe, das passiert hier in Köln auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir fühlen uns hier sehr wertgeschätzt und ich glaube, das geht in eine super Richtung. Und man muss ja sagen, Köln ist ja auch ein sehr gutes Pflaster für den Frauenfußball. Wir sehen das jedes Jahr immer beim Pokalfinale. Jochen Seyer kann das bestimmt bestätigen. Letztes Jahr, das war fantastisch, die Stimmung. Also ich glaube, das ist etwas, weil wir ja auch ein paar Fans bei uns vor Ort haben, worauf du dich sehr freust. Auch FC-Fans sind übrigens da. Kannst du mal einen Gruß schicken? Sehr, sehr liebe Grüße. Ich freue mich, wenn wir uns im Stadion wiedersehen. Ganz genau, dann danke ich dir ganz herzlich. Wir wünschen natürlich alles Gute für diese Saison. Ich glaube, in der letzten hast du 21 von 22 Spielen gemacht. Also das Wichtigste ist natürlich, dass du auch diese Saison verletzungsfrei bleibst. Alles Gute dir. Vielen, vielen Dank. Danke. Tschüss. Und ciao. Ich habe gerade gehört, wir versuchen nochmal auf dem Brenner in den Flixbus, ich weiß es nicht, zu kommen. So, dann lasse die Fahrt gerne beginnen. Wir sind schon auf dem Brenner, höre ich. Ah, okay. Frau Mamitsch, hallo. Ich glaube, die Fahrt ist noch nicht wieder losgegangen.
Okay, nee, ich glaube, ihr könnt es ja gerne im Hintergrund noch mal probieren. Wir sind ja jederzeit bereit. Das ist ja eine grandiose Überleitung gewesen mit dem Internet, weil es nämlich tatsächlich, also es macht, gibt uns die Möglichkeit, noch über einen anderen Partner der Liga zu sprechen, der aber auch beim 1. FC Köln das mit Nachdruck macht, die Telekom, und bei uns als Magenta, als Medienpartner. Insofern ist natürlich klar, dass da das mit dem Internet super funktioniert hat. Ja, natürlich, natürlich, das ist richtig. Dann, wenn wir natürlich Vertreter von Frankfurt und von Freiburg hier haben, also Eröffnungsspiel heute gegen den FC Bayern, was erwarten Sie sich für eine Saison sportlich? Was sind die Ziele? Ja, wir sind jetzt nicht dafür bekannt, dass wir zu sehr trommeln, im Männerbereich als auch im Frauenbereich, aber eine sorgfältige Saison irgendwo im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld, wär toll für uns. Mehr ehrlicherweise geben auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten dann auch nicht her. Ich glaube, dass Bayern und Wolfsburg, klar, die Nummer 1 sind, gefolgt, glaube ich, von Frankfurt aus meiner Perspektive. Da haben wir heute natürlich mit den stärksten Gegner, freuen uns aber drauf, auch vor, ich glaube, es sind 13.000, 14.000 Zuschauerinnen heute, dann auch im Dreisamstadion. Das ist für uns auch wirklich ein schönes Signal, aber klar, es ist ein richtiges Brett zu Beginn. Und ich glaube, unsere Ergebnisse gegen Bayern waren nicht so gut in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt mal gewonnen haben. Müssen wir Birgit helfen? Ich glaube fast nicht. Also die Voraussetzungen gehen so, aber wir freuen uns extrem auf ein Spiel, auf das Spiel und den Startschuss geben zu können in Freiburg mit der Bundesliga-Saison und genau, hoffen auf eine Trendwende dieses Spiels dann. Und Kathi, was ich auch ganz spannend finde, Jochen hat es ja schon gesagt, Sie tun auch viel dafür, dass Frauen auch im Frauenfußball sozusagen bei Ihnen arbeiten, dass es da so viele Trainerinnen gibt und du bist ja auch noch relativ neu sozusagen in deiner Position, warst selber aktive Spielerin. Wie hast du dich denn da reingefunden? Also ja, wie läuft das für dich? Ja, der Verein hat es mir leicht gemacht, mich reinzufinden, weil ich einfach zwei Herzen habe, die ganz doll schlagen. Es ist einmal mein Spielerinnenherz, Fußballherz und einmal das Unternehmerherz. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen die Entwicklung vom Frauenfußball, dass eben beides wichtig ist, dass wir eben auch da auf oberster Ebene versuchen, eben neue Wege zu gehen. Und von daher bin ich total happy, ähnlich wie es jetzt gerade von der Spielerin geschildert wurde, das zu sehen. Das erfüllt mich mit Stolz, auch immer wieder, wenn ich unsere Spielerinnen sehe, die rauslaufen und vor so vielen Menschen spielen dürfen. Das ist schon was ganz Besonderes. Und das versuche ich Ihnen auch immer so ein bisschen mitzugeben, weil so lange ist das noch gar nicht her. Ja. Von daher eine sehr rasante Entwicklung und da auch immer wieder das Bewusstsein zu haben, wo wir eigentlich herkommen. Das finde ich ist auch ganz wichtig. Aber ich glaube, das sind unsere Spielerinnen schon sehr... das ist denen schon sehr bewusst, welche Verantwortung sie auch tragen und das machen sie, glaube ich, ganz toll und von daher freue ich mich extrem auf die Bundesliga. Sicherlich auch sehr spannend, das dann aus anderer Perspektive wieder weiterzuentwickeln und ich habe ja gesagt, ich werde mich auch mal auf den Brenner begeben, oder? Ich mache mich auch mal auf den Weg ins Publikum sozusagen, denn wir wollen ja ein bisschen über die Entwicklung des Frauenfußballs sprechen und das bringt uns natürlich auch zu Doris Fitschen, denn sie ist Gesamtkoordinatorin Frauen im Fußball. Und Doris, du warst jetzt auch diesen Sommer in Australien, unter anderem bei FIFA Women's Football Convention. Klingt schon mal gut. Welche Eindrücke hast du mitgenommen? Welche Themen wurden denn da behandelt? Ja, also ich war die letzte Woche in Sydney und da hat sich wirklich die ganze Fußballwelt getroffen, nicht nur die Frauenfußballwelt. Und da war eben auch zwei Tage lang diese FIFA Women's Football Convention, wo alle Präsidenten, Generalsekretärinnen und Frauenfußballverantwortliche aus den 211 FIFA-Nationen eingeladen wurden. Also es waren wirklich, es war die ganze Welt vertreten und es wurde da in verschiedenen Panels eben diskutiert. Und ich muss sagen, das war eben einfach sehr, sehr bewegend, inspirierend und man hat eben gesehen, dass überall eine Aufbruchsstimmung herrscht, nicht nur in Deutschland, überall auf der ganzen Welt. Und die Weltmeisterschaft in Australien, die war natürlich gerade die letzten Wochen, wo Australien da so begeisternd gespielt hat, das ganze Land bewegt hat. Also das war insgesamt war das eine fantastische Stimmung und alle sind wirklich sehr inspiriert nach Hause gegangen. Und man hat eben auch gehört, dass das in der ganzen Welt sich da eine Menge tut. Und wir haben eben auch gemerkt, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind.
Ich finde auch, es ist auf jeden Fall hier rüber geschwappt, dass Australien ein sehr guter Ort war für diese Fußball-Weltmeisterschaft und Neuseeland wollen wir natürlich nicht vergessen. Du bist da auch zuständig für die Strategie FF27. Wir haben es ja vorhin schon von der Generalsekretärin gehört. Es geht dabei auch um die WM-Bewerbung. Da habt ihr eine Strategie aufgesetzt. Was bedeutet denn jetzt der große neue Partner Google Pixel für eure Strategie? Ja, natürlich sind für uns Partner auch enorm wichtig und Google ist für uns deshalb wichtig, weil sie natürlich, das ist eine Win-Win-Situation, weil sie natürlich auch eine unheimliche Power haben. Erstmal ist es ein großer Name, der sich für den Frauenfußball hier einsetzt und sie machen natürlich auch unheimlich viel in der Kommunikation. Also sie werden das Thema jetzt wirklich enorm aktivieren mit TV-Presenting und was da nicht alles passiert. Und das hilft natürlich dem Frauenfußball enorm, weil es die Sichtbarkeit nochmal enorm steigert. Und für uns ist es eben einfach enorm wichtig, solche starken Partner hier an der Seite zu haben und das bringt uns alle voran. Google natürlich auch. Da bin ich mir ganz sicher. Ich darf dir das mal wieder abnehmen, aber du bist ja hier, vielleicht kommen wir nachher nochmal auf dich zurück und ich würde mal einen weitergehen, nämlich zu Manuel Hartmann, DFB-Geschäftsführer Spielbetrieb. Du darfst gerne einmal in die Hand nehmen. Wir haben Zuschauerrekorde auch in der vergangenen Saison gehabt, also der Zuschauerzuspruch war schon sehr groß. Was erwartet ihr da diesbezüglich für diese Saison? Ja, also letztes Jahr mit einer Steigerung von 220%, glaube ich, gegenüber der Vorspielzeit, kann man natürlich in den Raten jetzt so nicht jedes Jahr erwarten. Unsere Hoffnung und Erwartungshaltung und auch der feste Glaube daran, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln können, in kleineren Prozentwerten, aber eben weiter in diese Richtung, die wir jetzt gestartet sind. Und die Vorzeichen dafür, die wir bisher so empfangen aus der Liga und auch ja, von unseren Antennen, die wir ausgestreckt haben, insgesamt zeigen, dass es sehr gut möglich ist und wir dann nachhaltig den Weg weitergehen können, wenn auch nicht mehr in diesem Riesensprüngen, aber eben Saison für Saison. Und das wird, glaube ich, ein Weg, den wir auch so gehen wollen. Du und Doris, ihr lasst ja den Blick auch mal schweifen, haben wir ja gerade schon gehört, international. Ihr wisst auch immer, was ist in den anderen Ligen los, was tut sich allgemein im Frauenfußball. Was würdest du sagen, wo steht die Bundesliga im internationalen Vergleich? Über Spanien wird natürlich gerade sehr viel auch gesprochen. Ja, müssen wir mal gucken, mit welchen Kennzahlen wollen wir uns vergleichen. Natürlich einmal der sportliche Teil. Ich glaube, im letzten Jahr Wolfsburg im Finale gewesen, der Champions League, die Jahre davor. Bayern ist letztes Jahr bis ins Viertelfinale geschafft. Ich glaube, wir werden da immer sehr, sehr gut vertreten. Da zeigen wir einfach, dass wir ganz oben mit dabei sind. Das muss weiterhin die Zielsetzung sein. Wir haben es eben gehört, Champions League-Auslosung. Beide unsere Vereine, die noch nicht für die Gruppenphase fest qualifiziert sind, haben, glaube ich, wieder ganz gute Chancen, das zu erreichen. Das ist einmal der sportliche Teil. Dann vergleichen wir uns natürlich auch im Hinblick auf wirtschaftliche Kraft, im Hinblick auf Zuschauerzahlen. Da gibt es der ein oder andere Vergleich, wo wir ganz weit oben sind, bei der ein oder anderen Kennzahl, wo wir sagen, da wollen wir noch ein Stück weiter nach vorne kommen. Das behalten wir sehr, sehr gut im Auge und versuchen uns in allen Feldern, die da für uns Relevanz haben, auch weiterzuentwickeln. Dann vielen Dank für die spannenden Einblicke euch beiden auf jeden Fall. Das nehme ich wieder mit, sonst vergesse ich es hier. Und ich würde sagen, dann herzlichen Dank auch an all unsere Gäste auf der Bühne für euren Besuch. Gutes Spiel heute Abend natürlich, viel Erfolg, Champions League Prag, das wird bestimmt prima in den Playoffs und euch natürlich auch vielen Dank, gute Sendungen allseits, vielen Dank. Und wir, meine lieben Fans und sehr verehrten Damen und Herren, wollen uns jetzt mal dem sportlichen Bereich sozusagen zuwenden, der neuen Liga und sprechen da gleich mit zwei Protagonistinnen, die bestimmt schon ganz aufgeregt sind wegen des Spiels heute Abend. Aber zuerst wollen wir uns noch mal einstimmen. Auf jeden Fall Lust auf mehr und ich freue mich sehr, hier jetzt drei echte Powerfrauen auf der Bühne zu begrüßen. Da haben wir zum einen Birgit Bauer-Schick, Bianca Rech und Melanie Behringer. Herzlich willkommen. Applaus
Hallihallo, hallo, wir haben uns ja genau schon alle begrüßt, aber trotzdem nochmal herzlich, kann man ruhig machen, ne? Ja. Gerne Platz nehmen. Also ich beiße nicht. Okay, ich sehe schon. Genau, bitte einmal bei den Mikrofonen zugreifen. Frau Rech, hier ist uns auch noch eins. Ich gebe Ihnen das mal rüber. Genau. Also die beiden Abteilungsleiterinnen des Frauenfußballs FC Bayern und SC Freiburg. Ist bequem, ist okay? Ja. Geht. Geht, okay, gut. Müssen wir bitte notieren. Bequemere Sitze fürs nächste Mal. Und Melanie Behringer, die auch für beide Vereine gespielt hat. Also wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie beide noch hier sind und ich gelobe auch die Zeit einzuhalten, denn Sie beide wollen natürlich ins Stadion. Wie ist es denn gerade? Geht's noch oder sehr schwitzige Hände? Wie ist die Aufregung? Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich weiß jetzt nicht. Ich denke, dass das Spiel heute... Also erstens sind wir vom SC Freiburg mal richtig stolz, dass wir dieses Auftaktspiel machen dürfen, dass wir mit ausrichten dürfen im DFB mit dem Gegner Bayern München als amtierender deutscher Meister. Das ist schon was Besonderes. Die Favoritenrolle ist, glaube ich, auch klar. Das wird in München liegen, aber wir sind, glaube ich, gut gerichtet und mal gucken, wer wäre uns wäre. Und fein ist uns noch, aufgefallen, wir haben nämlich schon zweimal gegen Bayern München gewonnen. Also ich habe es auch nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Einmal in Aschheim. Kennst du es noch, Aschheim? Ja. Okay. 4-2 mit Mel bei uns. Und einmal zu Hause gegen Bayern München, da hat Mel in München gekickt. Also, okay. Das könnte heute das dritte Mal wäre, aber das man weiß nicht. Das müssen wir festhalten. Wie blicken Sie denn voraus auf das Spiel heute Abend? Aufregung? Ist der erste richtige Test? Man weiß, wo man steht ein bisschen. Ja, es ist ein Öffnungsspiel. Diese Liga geht endlich los. Wir freuen uns da alle drauf. Und da ist natürlich immer Anspannung. Man weiß nie so ganz genau, wo man steht bei so einem ersten Spiel. Wie gesagt, ja klar, die Favoritenrolle. Ich würde jetzt lügen und ich sage, die nehmen wir nicht an. Aber das Spiel muss auch erstmal gespielt werden. Es ist ein Öffnungsspiel. Viele Zuschauer und darauf, ja, wir freuen uns einfach auf den Auftakt heute. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn wir die drei Punkte mitnehmen. Aber erstmal lassen wir das Spiel mal spielen. Mel, du kennst, wie gesagt, beide Vereine sehr gut und kannst ja im Prinzip jetzt total frei reden, weil du bist ja nicht direkt involviert heute Abend. Was erwartest du denn? Ja, also ich kann total entspannt sein, glaube ich, was das Spiel angeht. Ich freue mich für beide Mannschaften, egal wer gewinnt. Schlussendlich glaube ich aber auch, oder bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Bayern heute mit einem Sieg vom Platz gehen wird. Natürlich wird es erstmal schwer, man muss erstmal reinkommen, man weiß nicht, wo man steht. Ihr hattet sicher auch nicht die beste Vorbereitung mit den WM-Spielerinnen, die spät zurückkamen oder nacheinander zurückkamen. Das war sicher nicht optimal. Da hat Freiburg sicher Vorteile gehabt in der Vorbereitung. Schlussendlich glaube ich trotzdem, dass der Kader so immens stark ist von Bayern, dass die heute den Sieg mitnehmen. Was sagen Sie, Bianca? Kurze Vorbereitung mit den Spielerinnen, die bei der Weltmeisterschaft waren? Ja, es war eine ähnliche Situation wie im letzten Jahr nach der Europameisterschaft. Es war nur ein sehr kurzer Zeitraum, 2, 2,5 Wochen. Einige Spielerinnen sind noch nicht mal 2 Wochen da. Immer so sukzessive eine Spielerin nach der anderen ist zurückgekommen. Trotzdem, wie Mel auch sagte, wir haben einen sehr, sehr starken Kader. Klar, man muss sich, wir haben letztes Jahr zu Beginn auch mit dem Eröffnungsspiel in Frankfurt auch ein bisschen Probleme gehabt. Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, auch um in die Saison zu kommen. Wir freuen uns auf heute Abend und wir wollen natürlich die 3 Punkte holen, das ist klar. Und da arbeiten wir hart dran heute. Es ist natürlich wirklich sehr schön, dass Sie heute da sind, Frau Borschig, weil wenn einer weiß, wie die Entwicklung der Frauenbundesliga vorangegangen ist, dann ja Sie. Sie haben mir vorhin noch erzählt, Sie waren die erste Angestellte beim SC damals. Wenn Sie das mal so vergleichen, ich glaube, damals haben Sie noch weitere Jobs auf der Geschäftsstelle und nebenbei noch ausgeübt. Das ist natürlich heute nicht mehr möglich, aber wenn Sie das mal so betrachten, also welche Entwicklung hat der Frauenfußball genommen und natürlich auch im Speziellen beim SC Freiburg? Also meiner Meinung nach sind wir, haben wir schon sehr viele Fortschritte gemacht, auch beim SC Freiburg. Also wenn man jetzt sieht, was wir für Trainings- und Spielbedingungen haben für die Frauenmannschaft. Wir haben ein eigenes Stadion jetzt, das Dreisamstadion, wo früher unsere Herren-Bundesliga gespielt hat. Wir haben noch ein bisschen, in Freiburg ist alles nicht so einfach, wir haben ein bisschen politisches Problem gehabt, dass das Stadion jetzt längerfristig uns gehört. Das sieht ganz gut aus, da bin ich meine Vorstände sehr dankbar, dass sie darum auch gekämpft haben, weil das ist für uns schon elementar, dass wir so eine Stätte haben mit den Bedingungen, wo wir haben. Ich glaube nicht, dass viele Vereine in der Liga
solche Bedingungen haben wie mir. Und deswegen finde ich schon, dass viel passiert ist. Wir haben auch nochmal einen Schub genommen, letztes Jahr bei der Europameisterschaft, hätte es schon einen Schub gegeben. Dieses Jahr bei der WM hätte man können ein bisschen länger dabei sein, wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, für die Liga, für unser Spiel hit auch, dann wäre nämlich deine Spielerin später zurückgekommen, aber nee. Da habe ich ein bisschen mitgekauft. Aber ich finde schon, dass wir, also speziell beim SC Freiburg, große Schritte genommen haben. Jochen hat es ja vorhin auch schon mal gesagt. Und ja, jetzt schauen wir mal, wo die Reise einfach hingeht. Ich freue mich nachher auf das Spiel. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 13.000 Zuschauer und Zuschauerinnen. Und unsere Fans sind sowieso bekannt. Wir haben einen tollen Support. Und ich freue mich aufs Spiel. Und ich hoffe, ihr euch auch. Ja, oder? Absolut. Ja. Unbedingt. Mel, wenn wir mal gucken, was uns sportlich erwartet diese Saison, also die WM hat auch gezeigt, dass es ein unglaublich hohes Niveau ist. Es waren enge Spiele, tolle neue Spielerinnen, die man auch entdeckt hat. In der Bundesliga gibt es immer mehr Neuzugänge, auch aus dem Ausland. Was werden wir diese Saison auf dem Platz zu sehen bekommen? Was glaubst du? Ja, ich glaube, es werden wieder ähnlich spannende Spiele werden wie letzte Saison auch. Allerdings glaube ich schon, dass Bayern weit oben mitspielen wird mit den Top-Spielerinnen, dass es sehr schwer wird, Bayern zu schlagen. Die sind einfach in der Breite auch richtig gut aufgestellt, auf jeder Position mindestens doppelt besetzt. Ich habe jetzt auch mal das Pokalspiel angeschaut, wer auf dem Platz stand, wer auf der Bank saß und wer gar nicht im Kader war zum Beispiel. Also ich will jetzt keinen Druck machen, Jay, aber ich glaube, ihr spielt um die drei Titel mit, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Trotz allem glaube ich aber auch, dass die Liga insgesamt sehr interessant wird, auch jetzt mit den Aufsteigern Leipzig und Nürnberg. Ich glaube, die werden den ein oder anderen Stolperstein sein. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich auch sehr auf die Liga, weil ich glaube, sie wird dieses Jahr sehr, sehr spannend werden. Und ja, drücke euch beiden heute Abend die Daumen. Für mich, wie gesagt, egal wer gewinnt, ich freue mich für euch beide. Sehr salomonische Worte natürlich. Vielleicht sprechen wir mal über zwei Neuverpflichtungen, die natürlich auch für Furore sozusagen gesorgt haben. Harder und Eriksson, die beiden sollen ja auch viele andere Angebote gehabt haben. Was sind dann so die Dinge, die man auf den Tisch legt und sagt, so kommt zum FC Bayern? Ja, also ich hatte es ja auch in der Vergangenheit schon gesagt, wir hatten schon sehr, sehr früh Austausch mit den verantwortlichen Beratern und haben da auch frühzeitig im letzten Jahr schon die Fühler ausgestreckt und haben so auch weiterhin in Kontakt gehalten und sind dann in diesem Jahr direkt zu Beginn des Jahres sehr konkret in die Gespräche mit ihnen gegangen und es war sehr, sehr schnell klar, dass sie das Projekt FC Bayern extrem spannend finden auf der Reise, wo wir uns jetzt begehen. Und da wollten sie Teil von sein und es hat dann auch nicht lange gedauert, bis sie gesagt haben, hey, da wollen wir dabei sein und wir wollen das mitgestalten und ist für uns sind beide Spielerinnen extremer Zugewinn. Es geht gar nicht so sehr nur um die Qualität auf dem Platz, sondern auch, was beide Spielerinnen neben dem Platz als Input für die Mannschaft mitbringen, ist extrem wertvoll für uns und sind Spielerinnen, die einfach auch gestandene Spielerinnen, die schon sehr viel erlebt haben, sie sehr viel gewonnen haben und sie bringen der Mannschaft nochmal eine ganz, ganz große Sicherheit und wirklich zwei tolle Persönlichkeiten und freue mich sehr, sie in der Mannschaft natürlich zu haben. Und solche großen Namen in der Bundesliga zu sehen, das erhöht natürlich auch die Sichtbarkeit, nicht nur national, sondern auch international. Beim SC, da setzt man natürlich viel auch auf die Nachwuchsarbeit. Wir haben es von Jochen Seyer schon gehört. Welche Rolle wird das auch in Zukunft spielen bei einer gesteigerten Sichtbarkeit des Frauenfußballs? Also die Philosophie von unserem Verein ist ja sowieso mit Nachwuchs, also der Nachwuchs auch auszubilden und so. Und nicht nur bei uns Frauen, sondern auch bei den Männern. Und den Weg werden wir auch sicher nicht verlassen. Man kann nicht nur mit jungen Nachwuchsspielerinnen oder Talente spielen, sonst haben wir Probleme in der Liga. Also man muss die Mischung machen ein bisschen. Also deswegen, ich bin guter Dinge und alles gut. Wir werden immer versuchen, an den Großen ein bisschen noch zu schnuppern und so. Oder auch den Großen mal Bein zu stellen, vielleicht dort oben schon. Und dann, aber wir werden unseren Weg sicher nicht verlassen. Okay. Mel, du kennst dich ja auch bestens aus, bist bei den U16 Juniorinnen gerade zuständig. Was würdest du denn sagen? Also, dass man einfach auch immer einen guten, soliden Unterbau hat, auch in der Zukunft. Was braucht es dazu?
definitiv. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und den Weg ging Freiburg jetzt schon immer. Als ich auch noch in Freiburg gespielt habe, ging es da schon darum, eine gute Jugend aufzubauen. Ich glaube, den Weg sind sie konstant gegangen, genauso jetzt auch in München mit der Jugend. Was da entsteht, glaube ich, macht sehr, sehr viel Spaß auf in die Zukunft. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da alles nachkommt. Und wenn ich es jetzt bei uns in der U16 sehe, was für Talente wir im Kader haben, also bin ich sehr gespannt und ich glaube auch, dass wir die ein oder andere dann auch irgendwann mal oben sehen werden. Sie waren ja auch in Australien bei der Weltmeisterschaft. Was würden Sie sagen, also was sind vielleicht so für Erkenntnisse, die Sie auch mitgenommen haben bei den Spielen, die Sie gesehen haben? So ein bisschen konnte man ja schon auch sehen, also die Spielstile haben sich ja schon auch noch mal ein bisschen verändert. Ja, also grundsätzlich fand ich die Reise extrem wertvoll. Ich war auch dort 3 Wochen vor Ort. Doris hat es eben auch schon mal angesprochen, wirklich diese Euphorie mitzuerleben in einem Land, wo jetzt vielleicht der Frauenfußball nicht an erster Stelle steht, sondern andere Sportarten, wie der Frauenfußball dort vor Ort begeistert hat. Also das mal ganz vorneweg zum Thema Euphorie, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, wie viele Nationen noch aufholen. Was die Spielstile betrifft, ja, habe ich auch gesagt, sicherlich etwas anders. Vor 4 Jahren haben wir darüber gesprochen, ja, dass wir schnelle, geradlinige Spielerinnen brauchen, die einfach physisch den Unterschied machen. Wenn man sich heute eben oder jetzt gerade speziell bei der WM anschaut, wie wichtig es ist, dass du auch wieder Spielerinnen hast, die technisch extrem ausgebildet sind, weil ich sag mal, viele Mannschaften sich gerade im physischen Bereich alle weiterentwickelt haben. Also umso mehr brauchst du Spielerinnen, die das Spiel verstehen, die taktisch gut ausgebildet sind und darüber hinaus wirklich extrem gute technische Fähigkeiten mitbringen, um sich aus gewissen Spielsituationen auch lösen zu können. Und das macht das Spiel viel, viel variabler und es wird spannend zu sehen sein, wie sich das auch weiterhin entwickelt. Wir haben es ja schon mal angesprochen, Nürnberg und RB Leipzig sind jetzt auch dabei. RB Leipzig natürlich auch ein Verein, der die Frauenarbeit jetzt sehr ambitioniert angegangen ist. Und damit erscheint quasi auch ein neuer Fleck auf der Landkarte. Wie wichtig ist das? Wie verändert das die Liga? Also ich freue mich, dass zwei neue in der Liga sind. Ich bin gespannt. Also wir haben ja in Leipzig jetzt mal gute Erinnerungen, wenn wir ins Halbfinale dort wohnen, sind dann ins Pokalfinale gekommen. Aber mit Leipzig kommt natürlich schon kein normaler Aufsteiger, sondern ich glaube schon, dass das ein Verein sein wird, wo mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Also ich bin jetzt mal gespannt, ich will mir jetzt nicht so wie Nusslehne, aber das ist nichts. Also ich bin echt gespannt, ob sie die Entwicklung nehmen wie bei der Herren. Ob sie das da auch so richtig ernst machen oder wie sie das machen. Und Nürnberg ist auch ein toller Name im Fußball und ich freue mich. Du kannst das ja auch quasi ganz objektiv jetzt mal einschätzen. Wir haben natürlich auch den VfL Wolfsburg zu Gast, Ralf Kellermann ist da, wir haben Kati Kiel von Eintracht Frankfurt, wir haben SC Freiburg, FC Bayern, es sind ganz viele Vereine vertreten, Hoffenheim, Duisburg. Wie siehst du die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga? Denn darum geht es ja auch immer, natürlich noch eine größere Gleichheit zu schaffen auf lange Distanz. Also ich glaube schon, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass Bayern mit oben dabei ist und natürlich mit Wolfsburg, die werden sich wieder duellieren bis zum Schluss. Dazu kommt wieder Frankfurt, Hoffenheim. Im Mittelfeld sehe ich dann schon auch Freiburg, wie Jochen Zayer vorhin auch gesagt hat. Ich gehe aber auch davon aus, dass Leipzig nicht um den Abstieg mitspielen wird, weil die, glaube ich, auch wirtschaftlich stark genug sind und die ein oder andere Spielerin vielleicht auch noch holen. Um Abstieg, glaube ich, eher sind jetzt so Mannschaften wie Duisburg oder auch Nürnberg, die jetzt aufgestiegen sind, dass die ja hinten reinrutschen. Okay, ich würde sagen, wir haben ja versprochen, Sie beide dürfen dann auch gleich zu Ihren Mannschaften gehen. Dann würde ich sagen, wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß heute Abend. Ein gutes Eröffnungsspiel für beide, eine gute Saison für beide. Schön, dass Sie da waren und wir werden natürlich nachher alle anfeuern von der Tribüne und zuschauen. Herzlichen Dank. Danke. Dankeschön. Du, Melanie, kannst aber gerne noch da bleiben, auch wenn du jetzt natürlich hier erstmal kurz alleine bist, denn ich würde sagen, ich mache mich erstmal auf den Weg, beziehungsweise
Eigentlich warte ich noch kurz, weil ich habe ja versprochen, wir wollen so viele Vereine wie möglich auch einbinden. Und wir haben noch ein paar Grußvideos von Vereinen bekommen, und zwar von Werder Bremen, Bayer Leverkusen und RB Leipzig in Person von Lina Hausicke, Elisa Sens und Luca Graf. Also schauen wir mal, was die Damen uns für Grüße schicken. Moin zusammen. Wir spielen morgen gegen Nürnberg, aber heute ist ja erstmal das Eröffnungsspiel. Also viel Spaß beim Spiel. Und wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Viele Grüße nach Freiburg, eure Lina. Hi zusammen nach Kirchzarten. Hier ist Elisa Sens, die Kapitänin von Bayer 04 Leverkusen. Ich schicke euch Grüße hier vom Trainingsplatz. Wir bereiten uns schon fleißig vor für unser erstes Saisonspiel am Sonntag gegen Wolfsburg. Leider können wir heute nicht dabei sein, aber wir freuen uns mega auf eine geile Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Ciao. Hey, die lange Pause ist endlich vorbei. Dieses Wochenende, am Sonntag, spielen wir gegen den 1. FC Köln. Wir freuen uns riesig auf die kommende Saison und auf das erste Bundesliga-Jahr der Vereinsgeschichte. Lasst uns gemeinsam den Frauenfußball voranbringen und eine spannende Saison erleben. Ich freue mich drauf. Eure Luca. Ja, sehr charmant auf jeden Fall, würde ich sagen. Und dann bewege ich mich mal hier in die Richtung zum VfL Wolfsburg, zu Ralf Kellermann. Oh, mir wird sogar Platz gemacht. Darf ich mich setzen? Ah, sehr gut. Ich habe ja so lange gestanden. Nein, alles gut. Also der Direktor Frauenfußball VfL Wolfsburg, Ralf Kellermann, das ist Ihr Mikrofon. Wie war die Vorbereitung? 10 deutsche Nationalspielerinnen allein hatten Sie, glaube ich, die unterwegs waren. Genau, dazu kamen noch 2 aus den Niederlanden und noch Rebecca Blomqvist, die sich leider letzte Woche schwer verletzt hat. Also waren 13 Spielerinnen in Australien und Neuseeland unterwegs. Und Jay hat es schon gesagt, wir hatten insgesamt 2 Wochen die komplette Mannschaft zusammen. Und das ist nicht optimal, aber durch das leider frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft hatten die Spielerinnen mal ausreichend Urlaub, nicht nur sich körperlich zu erholen, sondern auch mental zu erholen. Und ich glaube, das tat ihn richtig gut, und von daher fühlen wir uns gut vorbereitet und freuen, dass es dann heute Abend und für uns dann am Sonntag losgeht. Was erwarten Sie denn von der Saison? Wir haben ja gehört, der FC Bayern ist auf jeden Fall bereit, hat auch noch ein paar Spielerinnen verpflichtet. Ja, ganz klar. Also wir gehen dieses Jahr nicht als Top-Favorit in die Saison, das muss man schon klar sagen, aber wir haben einen Kader, wir haben die Erfolge aus den letzten Jahren, wir haben vor ein paar Wochen das Champions League-Finale gespielt, also ich werde mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, wir wollen Zweiter werden. Also wir haben den Anspruch, um den Titel mitzuspielen, und die Spielerinnen werden es offensiv kommunizieren, der Trainer hat es auch schon getan, wir wollen Meister werden, das ist das erklärte Ziel. Mhm. Und generell erwarte ich, dass die Frankfurter uns noch näher auf die Pelle rücken, das war im letzten Jahr schon sehr knapp. Hoffenheim sitzt uns gegenüber mit meinem ehemaligen Cheftrainer Stefan Lerch, der weiß auch, wie das funktioniert. Also die werden auch näher ranrücken. Also wird es spannend oben um die Champions League-Plätze, um die Qualifikation. Aber genauso gut glaube ich, dass es extrem spannend wird, um die Liga zu erhalten, weil das ja schon extrem wichtig ist, der große Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Da werden schon alle Vereine alles dafür tun, dass sie in der ersten Liga bleiben. Also Sie haben es ja gesagt, Champions League-Finale letzte Saison erreicht, aber jetzt die Favoritenrolle schieben Sie zum FC Bayern. Ja gut, also Bayern ist Meister geworden, hat eine fast perfekte Rückrunde gespielt, sich extrem prominent verstärkt. Eine Spielerin hat ja auch vor 3 Jahren noch bei uns gespielt, ja. Und ist wirklich Weltklasse. Also ich denke, das kann man schon so stehen lassen, aber nochmal, also wir stellen uns nicht hin und sagen, wir wollen Zweiter werden, wir wollen auch Meister werden. Okay, gut. Sie waren ja auch in Australien bei der Weltmeisterschaft. Es gab auch viele junge Talente, die wir dort gesehen haben, Caicedo zum Beispiel. Was sind so Ihre Erkenntnisse, die Sie mitgenommen haben von dieser Weltmeisterschaft? Ja, auch das ist heute schon angesprochen worden. Also man hat gesehen, dass es überhaupt keine physischen Unterschiede mehr gibt von allen Mannschaften, die dort in der Endrunde dabei waren. Verteidigen können sie auch alle. Und jetzt ist der nächste Schritt gefragt, dass man Spielerinnen dahin ausbildet, dass sie in engen Räumen die technischen Fertigkeiten mitbringen, aus diesen Situationen rauszukommen, dass man eine Spielidee hat, auch gegen tiefstehende, physisch stark verteidigende Gegner zu Torchancen kommt. Das ist nicht nur die Aufgabe der Nationalmannschaft, auch die Aufgabe der Vereine, da die Spielerin dahingehend zu entwickeln, und das sehen wir als unsere Aufgabe. Und was mich nochmal interessieren würde, wir haben es gesehen, das Niveau war sehr hoch, es sind viele europäische Mannschaften sehr weit gekommen und mit Spanien eben auch eine europäische Mannschaft am Ende Weltmeisterin geworden. Inwiefern besteht auch ein Kausalzusammenhang zwischen diesem Fakt und diesem hohen Niveau der Women's UEFA Champions League?
Ja, absolut. Also ich glaube, es gab eine Statistik, wo die Teilnehmer herkommen oder in welchen Ligen sie spielen. Ich glaube, die Amis waren ganz weit vorne und dann kamen aber schon die Engländer. Das heißt, dass viele Teilnehmer von der Weltmeisterschaft auch in Europa spielen. Und es hilft natürlich mit dem neuen Format der Champions League in den letzten 2 Jahren mit diesen tollen Spielen. Also wir haben vor 92.000 Zuschauern in Barcelona gespielt. Das entwickelt die Spieler weiter. Ja, und von daher hilft die Champions League in der jetzigen Form definitiv auch, dass die europäischen Vereinsmannschaften oder Nationalmannschaften davon profitieren. Dann vielen Dank an Ralf Kellermann und ich würde sagen, wir können gerne mal eine Staffelstabübergabe machen an Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter der Frauen bei der TSG Hoffenheim. Schön, dass Sie auch da sind. Herzlich willkommen. Also Ralf Kellermann, er spürt schon den Atem der TSG Hoffenheim. Was sagen Sie? Ja, zu Recht natürlich. Ja. Ja. Wir haben letztes Jahr in Wolfsburg gewonnen, nachdem wir gefühlt 20 Mal davor klar verloren haben. Da würden wir natürlich gerne wieder dran anknüpfen und ja, die nächsten Schritte gehen, auch tatsächlich näher an Wolfsburg ranzukommen. Das ist irgendwo auch ein Ziel in den nächsten Jahren. Wie weit es uns jetzt kommende Saison schon gelingen wird, wird man sehen. Sie haben ja auch mal gesagt, es ist auch gut und wichtig, dass sich das Teilnehmerfeld zum Beispiel jetzt mit RB Leipzig auch ein bisschen erweitert, also dass wir auch eine größere Flächenabdeckung Deutschlands auch mit dem Frauenfußball haben, damit natürlich auch alle Regionen angesprochen werden. Also was sagen Sie zu den beiden Aufsteigern? Ja, also es sind sehr spannende Vereine, Traditionsvereine, vor allen Dingen in Nürnberg. RB arbeitet da noch dran, genau wie wir auch in Hoffenheim. Wir freuen uns auf jedes Spiel, was jetzt kommt. Morgen kommt erstmal Duisburg. Ich glaube, dass die beiden hinten anders als eben beide auch erstmal sich etablieren müssen in der Liga, erstmal reinkommen müssen und ja, auch wieder gegen den Abstieg spielen werden. Hoffenheim widmet sich auch immer vielen Themen, auch abseits des Platzes, zum Beispiel Nachhaltigkeit ist auch immer im Stadion bei den Herren oder auch, ist auch ein großes Thema immer. Was tun Sie denn noch, um die Sichtbarkeit des Frauenfußballs der TSG auch zu erhöhen? Ja, wir arbeiten jeden Tag dran, dass mehr Interesse am Frauenfußball auch in Hoffenheim entsteht, genauso wie die auch daran arbeiten, dass an dem Männerfußball mehr Interesse entsteht. Wir sind jetzt nicht in so einer Stadt wie Frankfurt oder Köln, ja, mit mehreren hunderttausend Einwohnern. Wir sind irgendwo ja doch immer noch ein kleines Dorf in einer Region, wo es auch viele Konkurrenzsportarten gibt mit ja, auch Männerfußball in der Nähe. Also Karlsruhe ist nicht weit, Frankfurt selbst ist nicht weit. Wir haben Eishockey, wir haben Handball. Da ist es für uns als Frauenfußball Mannschaft letztendlich wirklich richtig schwer, auch ja, auf die Zahlen zu kommen, die man vorhin hier ja auch gehört hat mit 45.000 Zuschauern, so ein Stadion haben wir gar nicht. Ne? Also das ist auch nicht unser erstes Anliegen. Wir wollen sportlich vorankommen, wir wollen weiter gut ausbilden. Ich glaube, wir haben in den letzten vielen Jahren richtig ja, tolle Spielerinnen hervorgebracht, die auch jetzt in der Nationalmannschaft spielen, leider halt nicht mehr bei uns. Das ist auch ein Thema, woran wir arbeiten wollen, einfach die auch ein Stück länger zu halten. Dann danke ich Ihnen beiden erstmal, wünsche natürlich alles Gute für die Saison und Sie haben ja den MSV Duisburg schon erwähnt. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier 2 Schritte weiter zu Dario Modloch. Herzlich willkommen, schön, dass Sie auch da sind. Sie sind beim MSV Duisburg für die Frauenabteilung zuständig und es war ja letzte Saison ganz schön spannend am Ende. Wie wird es denn diese Saison? Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und ja, es war bis zum letzten Spieltag natürlich alles unklar und am letzten Spieltag konnten wir es dann doch fix machen, den Klassenerhalt. Dann sind wir mit einer Handvoll Spielerinnen, die noch Vertrag hatten, in die Sommerpause gegangen. Da ging es natürlich in erster Hand darum, für uns die wichtigen Säulen zu verlängern. Das ist uns auch gelungen und dazu wollten wir noch Erfahrung aus der Bundesliga und unsere Offensive verschnellern, sagen wir es mal so. Und ich denke, das ist uns gut gelungen. Wir haben ja, Neuzugänge, die Geschwindigkeit mitbringen in der Offensive. Und ja, unsere Stammspielerinnen der letzten Saison sind auch geblieben, größtenteils. Und deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir diese Saison den Klassenerhalt vorzeitiger schaffen.
Also mit mehr Tempo in die neue Saison. Apropos mehr Tempo, was bedeutet zum Beispiel für Ihren Verein die neue Partnerschaft mit Google Pixel? Ja, ist aufregend. Ich finde die innovative Geschichte, die Google Pixel da auch mit reinbringt, interessant, oder was jetzt generell alles neu für die Liga ist, spannend, und ich denke, das wird viel, ja, Erneuerung mit sich bringen. Und ja, okay. Gibt es denn Geheimfavoriten in dieser Saison? Ich weiß nicht, was erwarten Sie so grundsätzlich? Ich denke, dass es oben sowie unten ein paar viele spannende Partien geben wird. Also ist der FC Bayern der Top-Favorit, so wie Ralf Kellermann sagt? Würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, aha, okay. Das ist ein Zweikampf zwischen den beiden, denke ich. Okay, dann vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Viel Spaß noch und natürlich auch nachher beim Spiel. Und ich wollte eigentlich ja noch zu Silke Rottenberg, aber ich sehe sie gar nicht mehr. Ach, an der Theke. Naja, gut, okay. Ja, liebe Silke, herzlich willkommen. Das ist dein Mikrofon. Du sitzt aber hier, weil die Luft frischer ist, ne? Weil's hier, nee, an der Theke fühle ich mich wohl. Ich komme aus dem Rheinland. Okay. Was würdest du denn sagen? Auch du hast ja jetzt unsere Gespräche alle mitgehört. Wie hat sich die Frauen-Bundesliga zuletzt entwickelt? Absolut top, das muss man einfach sagen. Ich komme ja noch aus einer anderen Generation. Und wenn ich jetzt die letzten Jahre verfolge, die ganze Professionalität, wie das alles hochgepusht wurde, wie professionell die Vereine aufgestellt sind, auch die Spielerinnen, die aus dem Ausland kommen, aber auch die eigenen Spielerinnen, die so gut ausgebildet wurden, so dass sich Britta Kolzen und auch mein Kollege Michael Fuchs sehr darüber freuen. Also ich finde, das ist extrem populär geworden, extrem intensiv und vor allen Dingen auch, wie viel Interesse dahinter steckt. Wir haben es schon gehört, wie viele Sponsoren dahinter stecken, die Medien. Also wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Du hast selbst 126 Länderspiele absolviert. Wie würdest du sagen, haben sich auch die Anforderungen an die Spielerinnen eben auch mit der gesteigerten Sichtbarkeit verändert? Ja, wir haben ja eben schon einiges von Bianca Rech auch gehört, wie sich das ganze gesamte Spielerinnenprofil verändert hat, von der Spielschnelligkeit, von der Athletik, von den technisch-taktischen Aspekten, die man einfach braucht, um auf hohem Niveau zu performen. Und da ich ja aus der Torwartgilde komme, darf ich vielleicht auch noch zwei Worte zum Torwartspiel sagen, was sich natürlich extrem verändert hat, auch nochmal zu meiner Zeit. Gerade der technisch und besonders der taktische Anspruch ist sehr hoch geworden. Das Offensivspiel, was eine Torhüterin eben auch antreiben muss, wenn wir jetzt einen kleinen Blick zurück zur Weltmeisterschaft wagen, wo wir auch die Torwartanalyse in meinem Team noch gemacht haben und dann noch dabei sind. Früher hat man immer gesagt, oh, die Pannen-Ollis im Tor. Und wenn man jetzt mal sieht, wie das Niveau gestiegen ist, daran sieht man auch, dass der Stellenwert der Torwartposition nochmal ein ganz anderer ist. Und vor allen Dingen auch in den Vereinen, dass der Torwarttrainer einfach eine wichtige Position ist, weil die Torhüterin eben auch die letzte Instanz ist, schon auch verantwortlich für Sieg und Niederlage. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders, dass es auch gerade in unserer Bundesliga sich viel verändert hat. Festangestellte Torwarttrainer in den Bundesliga-Vereinen, das ist ein sehr, sehr guter Weg in der Ausbildung, in den Jugendbereichen wird es auch immer wieder besser, und das ist absolut, gerade was mein Aufgabengebiet angeht, natürlich sehr, ja, positiv zu sehen. Ja, das wollte ich dich auch noch fragen, nämlich mit Hinblick auf die WM, wenn ich mich zum Beispiel an Mackenzie Arnold erinnere von Australien, die hat unfassbar begeistert eine ganze Nation. Also der Fokus ist schon auch hin zu den Torhüterinnen gegangen, und das ist ja wichtig, das hast du gerade festgehalten. Du bist ja beim DFB auch in der Nachwuchsarbeit tätig. Was sind da so die wichtigen Themen, die du jeden Tag anpackst? Also es ist erstmal die Kommunikation noch mit den Vereinen, also das ist das A und O, dort werden die Torhüterinnen ausgebildet. Wir beim DFB profitieren davon, deswegen ist ganz wichtig, dass wir da auch eine enge Bindung haben. Ja, und unter anderem natürlich auch den Wunsch, dass auch in den Vereinen nicht nur die Großen natürlich die Torwarttrainer haben, die jeden Tag mit den Torhüterinnen arbeiten, sondern gerade auch an der Basis eben in der B-Jugend und noch drunter, dass die Mädels da auch eine gute Ausbildung bekommen, wovon wir dann, oder in dem Fall ich, halt auch wieder profitiere. Deswegen das A und O ist halt einfach, eine Kommunikation zu führen. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich. Du darfst dir an der Bar noch was bestellen. Das mache ich. Dankeschön. Genau, nehme das Mikrofon wieder mit. Dankeschön und gehe nochmal zurück. Oh Gott, Mel, ich hoffe, du bist noch da. Ich sehe schon, du bist völlig vereinsamt jetzt hier. Das tut mir leid.
Jetzt sitzen wir auch noch so weit auseinander, aber okay. Weißt du was, Problem. Ich setze mich ja zu dir. Weil ich will natürlich jetzt nochmal zum Abschluss deine Einordnung hören. Gab ja hier unterschiedliche Stimmen, wer jetzt da der große Favorit für die Bundesliga-Saison ist, Bayern, Wolfsburg. Was glaubst du? Ja, ich habe es, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Ich bleibe dabei. Für mich ist definitiv Bayern. Wolfsburg kommt direkt danach. Ich glaube, die werden sich wieder duellieren, aber schlussendlich glaube ich, wenn man den Kader anschaut, hat Bayern im Moment einen stärkeren Kader. Die sind doppelt besetzt auf jeden Position. Deswegen glaube ich schon, dass sie das Rennen machen. Schlussendlich wird es aber wieder spannende Spiele geben. Und ja. Wir können, glaube ich, gespannt sein. Die Kleinen werden auch die Großen definitiv auch mal schlagen. Es wird Stolpersteine geben. Ich glaube, es kommt darauf an, wer schlussendlich konstant bleibt. Trotz allem, glaube ich, Bayern wird das Rennen machen. Ah, okay. Und ich glaube, wir können festhalten, es könnte ein neuer Meilenstein auf jeden Fall sein. Wir haben es gehört, auch von Bianca Rech, es hat sich viel verändert, was das Sportliche, was die Spielstile angeht. Es gibt einen neuen großen Partner, es gibt mehr Sichtbarkeit. Also es gibt einfach nur Grund, sich auf diese neue Google Pixel Frauen-Bundesliga zu freuen, richtig? Ja, richtig. Ich bin da voll bei Silke. Ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg. Es macht momentan sehr viel Spaß, Frauenfußball anzuschauen. Ich glaube, das sieht man jetzt auch heute, wie viele Zuschauer im Stadion sein werden. Wer vor den Bildschirmen sitzen wird. Deswegen sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Dann danke ich dir natürlich ganz herzlich für deinen Besuch hier oben. Und ich würde sagen, was gehört natürlich auch zu einem Fußballspiel? Das sind die Fans. Und dem Thema widmen wir uns jetzt. Und die Spielerinnen, genau, gerne noch einen Applaus für Melanie Behringer. Dankeschön. Und die Spielerinnen schicken erstmal noch kleine Großbotschaften an die Fans. Auf geht's. Hey Leute, endlich geht's wieder los. Hi Leute, heute geht's wieder los. Heute beginnt endlich wieder die Liga. Endlich geht die Liga los. Heute geht die Liga endlich wieder los. Kommt vorbei, kommt ins Stadion. Wir freuen uns auf eure Unterstützung. Kommt in die Stadien und schaltet ein. Wir haben Bock, ihr hoffentlich auch. Wir hoffen natürlich auf zahlreiche Unterstützung, egal ob in den Stadien oder auch vorm Fernseher. Ja, feuert uns an, habt Spaß und ja, hoffentlich ein gutes Spiel. Schaltet fleißig ein, kommt in die Stadien. Ich hoffe, wir sehen euch alle in den Stadien. Brauchen euren Support, kommt vorbei oder schaut euch das live im Fernsehen an. Seid dabei, kommt ins Stadion. Ich freue mich riesig, ich hoffe ihr auch und dass ihr zahlreich in die Stadien kommt und ganz viel Spaß habt. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Tschüss. Bis bald. Sehr schön, dann wollen wir doch den Fans mal eine Stimme geben und ich begrüße hier auf der Bühne unsere nächsten Gäste. Das sind zum einen Mira Mangold, Silke Ramel und Renate Lingor und auch Manuel, den Fan vom 1. FC Köln. Also gerne alle auf die Bühne. Hallo. Gerne bei den Mikros zugreifen. Genau, die liegen dahinter. Manuel, ich weiß deinen Nachnamen gar nicht. Möchtest du dich noch ganz förmlich ganz vorstellen oder reicht Manuel? Ja, Manuel reicht eigentlich. Manuel reicht. Das passt schon so. Okay, gut, wir wollen ja hier nichts unterschlagen. Mira, du bist Fanbeauftragte der TSG Hoffenheim für die Frauen und für die Männer. Vielleicht kannst du uns einfach noch mal ganz grob erklären, was ist deine Aufgabe als Fanbeauftragte? Sehr gerne, ja. Also grundsätzlich ist für uns sind die Fans die wichtigsten Personen im Fußball. Und ohne unsere Fans wäre auch der Fußball nicht so, wie er heute ist. Und dementsprechend ist unsere Aufgabe, unseren Fans auch ein Gehör zu verschaffen. Wir sind sehr viel im Austausch mit den Fans. Wir sind die Hauptansprechperson, wenn es um den Club geht. Das heißt, alles, was die Fans haben an Themen, an Kritik, die kommt erstmal an uns, weil sie uns am präsentesten auch vor Ort sehen, weil wir unter anderem, und da ist jetzt was, machen wir so, die Spiele begleiten. Das heißt, dadurch, wie du schon gemeint hast, ich begleite vorwiegend die Männerspiele. Das heißt, alle Auswärtsspiele, alle Heimspiele werden begleitet und auch seit dieser Saison, beziehungsweise in der letzten Saison, habe ich es bereits auch schon von meiner eigenen Seite aus freiwillig gemacht, die Frauenspiele, da vorwiegend die Heimspiele, um da einfach ansprechbar zu sein für Fans bei Themen, wenn es Probleme gibt beim Ordnungsdienst oder Ähnlichem, dass man da einfach helfen kann, unterstützen kann. Das ist so ein großer Punkt unserer Arbeit und natürlich auch noch viele weitere Punkte wie Sicherheits-
und Präventionsarbeit, aber auch Antidiskriminierungsarbeit. Wir wollen natürlich gleich noch ein bisschen näher darüber sprechen, aber Renate, vielleicht erst noch mal an Sie die Frage, also Hauptkoordinatorin DFB Allstars, Frauen und Männer. inwiefern ist die Fannähe die absolute Identität des Frauenfußballs auch? Von beiden, ne? Also nicht nur bei den Frauen ist das so, aber bei den Männern auch, aber bei den Frauen wird es vielleicht noch mal mehr gelebt. Also ich kann mich erinnern, ganz ehrlich, ohne Fans macht der Fußball überhaupt keinen Spaß. Also ich meine, wenn ich eine Spielerin gesehen habe, einen Fan gesehen habe, die ein Trikot von mir getragen hat, das war damals zu meiner Zeit schon, das hat mich extrem stolz gemacht, ne? Also genauso stolz, wie wenn ich ein Tor geschossen habe. Von daher, das ist heute immer noch so. Ich war jetzt am Samstag, es war jetzt Champions League und nicht Bundesliga, aber die Spielerinnen waren nach dem Spiel, ich glaube, ich bin schon nach Hause gefahren, da waren die immer noch irgendwie im Fanblock gestanden und haben Autogramme geschrieben, haben sich unterhalten und das ist extrem wichtig. Aber das ist, glaube ich, für beide wichtig. Also sowohl die Fans sind stolz, wenn sie mal mit der Spielerin nah in Kontakt treten kann, aber umgekehrt ist dasselbe. Also die Spielerinnen sind auch stolz, wenn sie mal irgendwie einen Fan sehen, der das Trikot trägt, wenn sie angefeuert werden. Also ohne Fans macht Fußballspielen halt auch nicht wirklich Spaß, auch wenn du gewinnst. Also vorhin ist es ja auch mal kurz angeklungen, als wir gespielt haben, waren durchschnittlich vielleicht 200, 300, 500. Bei einem Superspiel waren wir super stolz, wenn 5.800 mal im Stadion waren. Sagen es ja auch schon, wir waren super stolz. Also es ist extrem wichtig, dass die Fans in die Stadien kommen und anfeuern. Und Silke Rahmel ist bei uns Spielleiterin Frauenbundesliga und Vorsitzende des Ausschusses Frauen- und Mädchenfußball. Und das große Stichwort bezüglich Fans, Stimmung, Frauenfußball ist ja mal Nahbarkeit. Wie würden Sie die Nahbarkeit beschreiben? Ja, die Nahbarkeit der Spielerinnen ist natürlich ganz, ganz anders als im Herrenbereich. Sie sind sehr, sehr nahbar, wobei man natürlich jetzt die Entwicklung auch abwarten muss, wenn sich die Sichtbarkeit weiter erhöht, ob diese Nahbarkeit, die die Frauen an den Tag legen, auch weiterhin so bewahren können. Weil ja, es kann auch irgendwann mal unangenehm werden, wenn es einfach zu viel wird von den Zuschauern und Zuschauerinnen her, ob dann diese Nahbarkeit, die die Spielerinnen jetzt leben, zukünftig auch noch so gegeben ist. Und Manuel, dich wollen wir natürlich auch mit ins Boot holen von den geistböckenen Supporters. Wie ist dein Fanerlebnis? Wie würdest du diese Nahbarkeit beschreiben, wenn du beim Frauenfußball unterwegs bist? Also ich gehe zum Frauenfußball seit 8 Jahren, also wirklich jedes Spiel beim FC. Und da entwickelt sich was Großes im Moment, aber wie meine Vorrednerin gerade sagt, es werden halt immer mehr Zuschauer in den Stadien. Die Spielerinnen versuchen sich wirklich für jeden einzelnen Fan immer so viel Zeit zu nehmen, gerade für die kleineren, aber bei immer mehr werdenden Leuten wird es halt auch immer schwieriger für die Spielerinnen, ne, da gerecht zu werden. Aber es ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, als es im Männerfußball im Moment ist. Ja, das ist natürlich die große Frage, wie kann man diese Nahbarkeit bewahren? Muss man die Dinge vielleicht nur anders organisieren, kanalisieren, wenn mehr Fans da sind? Ja, also sicherlich ist das ein Fakt, aber am Ende des Tages sich hinzustellen und auch an einem Zaun, also Autogramme zu schreiben, ist nicht so schwierig, glaube ich. Also da, klar können die vielleicht dann nicht unbedingt, wie es jetzt, was ich gerade erwähnt habe, am Samstag war, dass sie in den Fanblock reingehen, weil es da halt sehr familiär noch ist. Das kann natürlich anders sein. Aber du kannst dir immer Zeit nehmen. Also das kann mir keiner erzählen, dass er jetzt unbedingt regenerieren muss. Die halbe Stunde hat jede Spielerin. Das kann man immer machen. Damit zeigt man auch schon Nahbarkeit. Also für mich gibt es keinen Grund, wie es bei Männerfußball jetzt auch schon häufig eben ist, leider, sich nicht mal auch am Zaun da die Zeit zu nehmen nach jedem Spiel. Nicht nur, wenn man gewonnen hat, verloren hat. Klar ist Enttäuschung da. Aber sich die Zeit zu nehmen, die Leute gehen ins Stadion, um ihre Spieler zu sehen, Spielerinnen. Und dann sollte man sich immer Zeit nehmen. Das müssen nicht immer die gleichen sein. Es gibt immer Gründe, man ist angeschlagen oder. Aber von 25 Spielerinnen, Spielern, die da sind, oder auch Trainer, die gehören ja auch dazu, Trainerinnen, das ist in meinen Augen ein Must.
Mira, du hast es gesagt, du bist für die Frauen und für die Männer im Personalunion sozusagen zuständig. Wie lässt sich das überhaupt vereinbaren? Es lässt sich sehr schwierig vereinbaren, weil natürlich, gutes Beispiel, morgen, hat der Ralf ja schon so schön gesagt, starten wir unsere Saison der Frauen im Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Und leider werde ich da nicht vor Ort sein können, weil dadurch, dass ich primär für die Männer angestellt wurde, das Männerspiel in Köln begleiten muss. Und dementsprechend fällt natürlich in der täglichen Arbeit die Frauenarbeit, also die Arbeit für die Frauen, immer mal wieder runter, weil man halt die Männer dann doch primär auch bearbeiten muss. Das aber auch, glaube ich, im Verein generell noch das Bild ist, wo man einfach auch gemeinsam dran arbeiten muss, dass die Frauen und der Frauenfußball mehr Bedeutung gewinnen, um da dann auch immer mehr miteinander gemeinsam da auch dran zu arbeiten. Also es heißt, es bräuchte mehr Personal. Man müsste das auf mehreren Schultern verteilen. Also im optimalen Fall wäre es natürlich schön, wenn einfach eine Person nur für den Frauenfußball auch tätig sein kann und da auch ganz verschiedene Themen bearbeiten kann, ohne dass man noch gleichzeitig andere Spiele im Hinterkopf haben muss. Aber da muss ich doch dann nochmal losgehen mit meinem Mikrofon. Wo habe ich es denn? Es ist gar nicht mehr da. Wo habe ich es denn gelassen? Ah, sehr gut. Dankeschön. Muss ich doch nochmal bei Herrn Zwanziger. Haben wir denn dann noch Budget? Können wir denn dann noch jemanden einstellen? Müssen Sie den Geschäftsführer fragen. Also, können Sie da für uns ein Wort einlegen? Also, ich glaube, wir haben jetzt bei der TSG Hoffenheim in den letzten vielen Jahren in verschiedensten Bereichen wirklich nochmal gut an Personal zugelegt. Also das ist natürlich in erster Linie, denkt man dann mal an den Sport. Also wenn ich sehe, wie viele Trainer und Analysten und was da alles dazu gehört, mittlerweile auch beim Frauenfußball auf der Bank sitzen. Da hatte ich erstmal was getan, dann aber auch im Bereich Medien, Marketing. Und wir sind froh, dass wir überhaupt jemanden wie Mira mit am Start haben. Ne, sie macht das ja auch nicht ganz alleine, gibt es ja noch andere bei der TSG. Aber natürlich wäre es für uns auch schön, wenn jemand immer dabei wäre, klar. Also wird auch irgendwann kommen, aber alles mit seiner Zeit. Okay, also gerne auf die To-Do-Liste mal draufschreiben. Vielleicht kommen wir bei Gelegenheit nochmal drauf zurück. Vielen Dank. Und ich hatte vorhin, es gibt nämlich zwei Vereine mit dem VfR Wolfsburg und Eintracht Frankfurt, die das schon haben, die nämlich verschiedene Personen haben, die sich respektive um die Männer und um die Frauen kümmern. Das ist also nicht eine Person machen muss. Und Bell, du kümmerst dich um die Frauen von Eintracht Frankfurt. Wie ist das denn entstanden? Also war das ein Impuls vom Verein oder seid ihr da hingegangen und habt gesagt, da müssen wir was ändern, wir brauchen mehr Leute? Es war tatsächlich ein Impuls vom Verein, weil gerade Frankfurt ist ja auch bekannt dafür, dass es eine sehr laute, eine sehr bunte, eine sehr diverse Fangemeinde hat. Und das haben wir natürlich auch bei den Frauen. Wir haben bei den Frauen natürlich noch die Sondersituation, dass da bereits eine Fankultur gewachsen ist über Jahrzehnte, die jetzt 2020 durch die Fusion zu der Eintracht dazugekommen ist. Das heißt, es gibt da auch einiges zu vermitteln. Der Impuls kam vom Verein und jetzt begleite ich alle Spiele. Und ich finde es auch gut und wichtig, weil auch gerade bei den Auswärtsspielen merkt man ganz oft, da sind die Fans noch viel auf sich allein gestellt und da gibt es noch einiges zu bearbeiten in der Richtung. Was wäre vielleicht etwas, das es noch zu bearbeiten gibt? Also was würdet ihr euch wünschen? Gästeblöcke, okay. Ganz einfaches Stichwort, weil wir haben in der Vergangenheit bereits mehrfach die Situation gehabt, dass unsere Fans, die auch organisierten Support machen, also die auch mit Trommeln und Schwenkfahnen und einem Megafon auch mal ankommen, dass die dann halt einfach mitten auf der Tribüne sitzen, wo die Heimfans mit den Dauerkarten auch sind, die sich dann von der Schwenkfahne gestört fühlen oder die halt vielleicht auch einfach nicht daneben sitzen wollen, während Forza SGE gesungen wird und sie ihren Heimverein supporten wollen. Und das ist natürlich eine Sache, das liegt auch einfach daran, wie viele Leute letztendlich auswärts fahren. Ne? Gerade wenn man, je nachdem in welches Stadion man fährt, kann man jetzt natürlich nicht erwarten, dass wir die ganze Gegend gerade aufgemacht bekommen für die 50 Fans, die wir mitbringen, aber ein eigener Bereich, wo unsere Fans ihren Verein supporten können, das ist eine Sache, die wünschen wir uns sehr und
da arbeiten wir auch dran und fragen immer wieder an, ob wir das nicht auch bekommen können. Ich glaube, es gab ja auch schon einen ersten Austausch zwischen euch und dem DFB rund um das Pokalfinale. Also da wurden schon viele Dinge auch aufgenommen, an denen jetzt gearbeitet wird. Und das soll natürlich auch fortgeführt werden, dass ihr immer wieder zusammenkommt, dass es da auch einen guten Diskurs gibt und ihr das gemeinsam vorantreiben könnt. Dann danke ich dir erstmal ganz herzlich. Und ich sehe hier vorne ja auch zwei Fans von RB Leipzig. Also erstmal die steile Frisur, da kann man ja gar nicht dran vorbeigehen. Wie heißt du? Also ich bin der Silvan und wir sind die Neuen aus Leipzig. Ich muss noch mal kurz eine Lanze brechen. Einmal zu dem Gesagten, wir brauchen nicht nur Gästeblöcke, die irgendwo bei den Gästen oder wenn wir jetzt sagen wir mal in Köln sind, dass wir irgendwo ans Randgebiet geschoben werden, sondern wir möchten schon ein bisschen zentral unsere Mannschaft dann auch mit anfeuern. Also nicht nur irgendein Gästeblock, irgendwo vielleicht im Oberrang, wo man sie vielleicht nicht sieht. Nein, nein, schon richtig zentral. Und nicht nur Frankfurt und Wolfsburg war es, glaube ich, die einen weiblichen Fanbetreuer haben. Für beide Männer und Frauen jeweils genau, einen. Genau. Aber wir haben auch in Leipzig, und zwar haben wir unseren Tim heute hier mitgebracht. Tim ist unser Fanbetreuer nur für die Frauen. Also Leipzig ist da schon seit 3 Jahren auch intensiv dran, weil die Fanszene in Leipzig mittlerweile seit 2020 so bombastisch gewachsen ist. Und wir haben manches verträumte Zweitligaspiel überrannt mit Megafon und Trommel und haben so tolle Stimmung gemacht, dass wir unter anderem auch tolle Fanfreundschaften, unter anderem mit Hoffenheim oder in Sand, wo wir gewesen sind, mit den Fans haben wir uns dann so angefreundet, die kommen dann auch zu uns und sagen, ey, toller Support, das ist genial und nur so können wir unsere Frauen voranbringen und nach vorne tragen und das ist auch unser Ziel. Und deswegen sind wir heute ganz stolz, als die Neuen heute mal mit hier sein zu dürfen, erstmal diesen Kickoff mit zu erleben, tolle Leute kennenzulernen und natürlich wir sind gespannt, Frauenfußball, nachher Freiburg gegen Bayern München. Wir sind gespannt, wer da als Sieger vom Platz geht. Und wir drücken beiden natürlich die Daumen. Und wir lieben mittlerweile unsere Frauen. Und eins muss ich jetzt noch ganz toll sagen. Wir sind ja zu den Frauen gekommen über die Männer. Also sprich erst Männerfußball und dann irgendwann zum Frauenfußball. Und wir haben unter anderem am 15., glaube ich, genau dieselbe Zwickmühle, dass wir einmal ein Männerspiel haben und gleichzeitig an zur fast gleichen Uhrzeit, 14 Uhr, die Frauen. Und wir haben uns klar und deutlich entschieden, nur noch die Frauen. Sehr gut, das kann ich als Frau natürlich nur unterstützen. Also verträumtes Zweitligaspiel, ich sehe, in dir steckt auch noch ein Fußballromantiker, das gefällt mir. Also ich wünsche euch natürlich sehr viel Spaß. Ich kann ja gleich nochmal hier fragen, wie heißt du? Ich bin der Sven. Der Sven. Wie sehr freust du dich auf diese Saison? Ich freue mich natürlich auch ganz toll auf die Saison und bin natürlich bei der Renate Lingor halt einfach diese Fannähe, die ist halt einfach noch bei den Frauen so sehr gegeben. Halt. Also bei uns ist es definitiv noch ganz stark da und ich hoffe, dass es so bleibt. Aber wie gesagt, ich kann natürlich auch das nachvollziehen, wenn natürlich die Entwicklung natürlich auch im Frauenfußball, dass viel mehr Fans kommen, dass natürlich da auch eine bestimmte Resolution da ist, dass halt einfach die Frauen halt einfach da auch ein bisschen geschützter werden, sag ich mal so, weil das ist einfach so und das muss auch so sein, sag ich mal so. Da haben wir auch Verständnis dafür. Okay, vielen Dank. Sorry für den Zweikampf, aber ist ja auch mal gut ausgegangen, ne? Ja, hast es gern. Okay, gut. So, und hier sehe ich noch ein FC Bayern-Trikot. Da möchte ich natürlich auch gerne mal nachfragen, aber wer bist du denn? Also, ich heiße Lukas. Wie alt bist du? Ich bin 12. Bist 12. Und bist du schon sehr aufgeregt auf das Spiel heute Abend? Ja, schon. Okay. Also, ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Und wie sieht das bei euch aus? Wie ist das bei euch mit den Fans organisiert? Ursprünglich waren wir auch eher bei den Männern und sind jetzt dank der Tochter seit 3 Jahren mehr bei den Frauen. Ist einfach also viel toller, viel nahbarer, authentischer. Nicht so viel Geld im Spiel, einfach viel schöner aus unserer Sicht. Okay, verstehe. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ihr geht auch ins Stadion, gehe ich mal von aus. Ne? Dann viel Spaß nachher beim Spiel und ich gehe mal wieder zurück auf die Bühne. Möchte ja unsere Gäste da auch nicht so lange alleine lassen. Also ihr seht, die Fans sind gut drauf. Die Neuen sind auch gut angekommen bei uns in der Liga. Das macht doch auf jeden Fall schon mal Spaß, oder? Manuel, was sagst du?
Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns auch, am Sonntag dann gegen Leipzig spielen zu dürfen. Hatten letzte Saison schon, waren die bei unserer zweiten Mannschaft, die dann leider abgestiegen ist am Ende der Saison. Aber da waren die auch schon mit, ich glaube, lass mich nicht lügen, 15, 20 Leuten da am Start, was in der zweiten Liga der Frauen schon sehr viel ist. Und das ist auch das Schöne beim Frauenfußball. Du kannst wirklich überall hinfahren, du wirst überall willkommen geheißen. Da gibt es nicht diesen Hass wie im Männerfußball. Ne? Also selbst wir fahren nach Leverkusen, da kann man zusammen Bier trinken. Oh, oder dass man das mal so sagen kann. Ja, oder auch nach Gladbach. Also da ist das egal. Mhm. Und das Verstehe. Ist das Schöne. Ja, es hat natürlich auch immer so ein bisschen was von, ja, von gemeinsam Fußball schauen. Ne? Das ist natürlich auch etwas, was man bei der Nationalmannschaft oft sieht. Ich erinnere mich da auch an Spiele, zum Beispiel gegen Vietnam war es, glaube ich, das Testspiel. Es war eine wunderbare Atmosphäre im Stadion. Es hatte auch was Völkerverständigendes. Also das ist natürlich auch das Schöne am Frauenfußball, dass vieles, was bei den Männern leider dann eher ins Gegenteil verkehrt, dass es das da eben nicht geht. Wir haben gehört, viele kommen über den Männerfußball zu den Frauen. Wie war das bei dir? Bei mir war es das meine Schwester, also die hat selber Fußball gespielt, ich wurde dann ihr Trainer, bin dann selbst Frauentrainer gewesen, halt nur auf Bezirksklasse und so kam ich dann zum Frauenfußball und ja, da Köln schon immer mein Verein war, bin ich dann halt auch in Köln die Frauen gucken gegangen. Und vielleicht nochmal die Frage an Renate und Silke, also der neue Partner Google Pixel, das ist natürlich nochmal ein Wumms, könnte man sagen. Wie wird das nochmal den Zuschauerzuspruch verändern? Ja, es ist definitiv ein großer Partner. Also das streut natürlich nach außen. Ne? Es macht das Produkt Frauenbundesliga nochmal attraktiver. Die gehen da mit voller Power rein. Das ist ein weltweit bekanntes Unternehmen. Von daher ist das natürlich sehr, sehr interessant für die Liga an sich. Der Fan selber kann natürlich über die Plattform, gerade Social Media, ne, also die Fankultur hat sich logischerweise auch im Frauenfußball ein bisschen verändert. Ne, die sind alle mit dem Smartphone am Start. Also auch das kann man definitiv dann viel, viel mehr nutzen. Die bringen sich dadurch ein, erreichen den Fan natürlich mit Ergebnissen. Also wir sind nicht nur heute digital, auch wenn es einmal kurz nicht ganz so geklappt hat, sind wir das in der... Das waren ja nicht wir, das war der Brenner. Ne? Ja, das war der Brenner, definitiv. Aber auch das ist etwas, was wir in der Liga halt den Fans sozusagen anbieten können. Und ich glaube, das wird auch sehr gut angenommen. Bevor wir das hier gleich abbinden, würde ich noch mal einmal ganz kurz zu Doris, weil Doris, ich glaube, ihr plant auch einen Fankongress. Also ihr habt auch auf jeden Fall noch was in der Pipeline sozusagen. Genau, also es gab jetzt rund um das Pokalfinale in diesem Jahr ein erstes Fantreffen und die Resonanz war so positiv, dass wir jetzt daran anschließen wollen und wir planen jetzt wahrscheinlich für Februar, ob das jetzt ein Kongress wird, auf jeden Fall ein Treffen der Fans, vor allem der Frauenbundesliga, weil die uns natürlich wichtig sind und weil die für die Entwicklung der Liga und des Frauenfußballs eine enorm wichtige Rolle spielen und deshalb wollen wir uns mit denen treffen. Dann vielen Dank und vielleicht können wir abschließend nochmal die Mira fragen. Mira, was wünschst du dir für die Zukunft als Fan des Frauenfußballs? Ich wünsche mir in allererster Linie, dass er noch sichtbarer wird, dass die Frauen die gleiche Wertschätzung und die gleiche Anerkennung erhalten, die auch die Männer aktuell schon erhalten. Das heißt volle Stadien, große volle Stadien und auch den Support von den Fans. Und ich wünsche mir gleichzeitig, dass der Frauenfußball nicht die Nahbarkeit, von der wir jetzt so oft gehört haben, verliert. Denn das Wichtigste für die Fans und dementsprechend auch für mich ist einfach, dass die Fans ihre Freude an dem Sport behalten. Und dementsprechend muss der Sport auch nahbar bleiben und die Spielerinnen und aber auch die Spieler im Männerfußball ihre Freude auch zeigen, dass die Fans so hinter ihrem Rücken stehen. Finde ich. Sehr schönes Schlusswort. Oder gibt es noch Wortmeldungen? Sonst würde ich sagen, können wir das doch sehr gut so stehen lassen, oder? Dann freue ich mich sehr, dass Sie heute alle hier waren. Es war auf jeden Fall sehr schön mit Ihnen, mit euch. Und wir wünschen natürlich sehr, sehr viel Spaß beim Eröffnungsspiel heute Abend SC Freiburg gegen FC Bayern München. Und kommen Sie auf jeden Fall ganz oft zu allen Spielen der Google Pixel Frauen Bundesliga. Ich bin mir sicher, das wird großartig und wir dürfen gespannt sein,
wer am Ende das Objekt der Begierde mit nach Hause nehmen darf. Also vielen Dank und bis bald. Tschüss.